Ey, Leute, was geht? Bevor wir mit diesem Video anfangen, möchte ich, dass ihr in die Kommentarsektion reingeht und einmal F für meinen Bart reinschreibt. Ich lasse meinen Bart wieder einmal ganz neu wachsen. Ich bin mehr oder weniger frisch rasiert und ich habe Bartpflege mit einem toten Bart angefangen. War keine gute Idee. Wer hätte es gedacht, Leute? Was tot ist, kann wohl wirklich sterben. Aber ja, wir kommen hier einmal zu Patch 10.20, der hier auf uns zukommt. Wir sind ja schon mal einige Sachen durchgegangen und ich habe auch größtenteils gesagt, dass ich mit dem Patch eigentlich zustimme. Also zumindest mit denen, welche Kandidaten Nerfs und was bekommen. That's fine. Und deswegen gucken wir hier auch eben einmal kurz rein. Ja, Relentless Hunter, mega der Nerf, denn wir verlieren hier 10 Movement Speed als Jungler. Es sind 5 Base Movement Speed weniger, wenn wir die Rune mitnehmen. Und pro Stack gibt es ebenfalls einen weniger. Das heißt, es sind 10 Movement Speed, die wir verlieren. Hört sich natürlich für euch nicht nach viel an. Ja, aber gerade für einen Jungler ist es wichtig, schnell von A nach B zu kommen. Jederzeit im Game. Und das hier wird vielen Junglern wehtun. Das heißt, Jungler, die im Normalfall Relentless Hunter mitnehmen und keine guten Alternativen haben, die werden hier so ein klein wenig am Arsch sein. Zum Beispiel Elise, ja, auf der ist alles andere eigentlich Müll. Vielleicht kann man darüber nachdenken, I guess, ja, aber man wird trotzdem Relentless Hunter mitnehmen, es tut weh. Jungler wie Nidalee zum Beispiel, die gerne Ravenous Hunter mitnehmen. Jungler wie Rengar, die Alternativen haben, die in Inspiration als zweites reingehen können. Den tut das dann dementsprechend nicht ganz so weh. Kartus, Leute, 3 Armor weniger, Riesen-Nerf, gerade für ADC-Kartus, also für Botlane-Kartus und für Jungle-Kartus. Gerade Jungle-Kartus, der eigentlich consistent Physical Damage ins Gesicht bekommt und der Life-Rack geht ein bisschen nach unten. Ich weiß nicht, ob der Life-Rack so viel Auswirkung hat für Kartus, wenn ich ehrlich sein soll, aber allein schon, dass diese Armor wechseln plus nochmal Life-Rack on top oben drauf, wird sehr, 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 sehr hart wehtun, gerade im Jungle-Bereich. Ja, für Midlane-Kartus ist das eigentlich kein großartiger Nerf, aber Beispiel Midlane-Kartus, ja. Maokai Q-Damage geht um 20 runter. Okay, Leute, das ist astrophil, denn Q ist die Fähigkeit, die Maokai mehr oder weniger spammt. Ich würde mal sagen, der Base-Cooler liegt so bei 4 bis 5 Sekunden, wenn ich jetzt mal so schätzen würde, also wenn die Fähigkeit gemaxt ist. Maokai verliert hier auf der Top-Lane in einem längeren Fight bis zu 40 Damage, vielleicht sogar 60 Damage. Vielleicht sogar könnten das in einem Teamfight, ich sag jetzt mal, 100 Damage sein, die er weniger macht, was tatsächlich sehr viel ausmacht. Würde ich hier nicht unterschätzen. Weniger Magieresi, die Klett-Nerfs waren mega random, aber es soll wohl mit einem Klett treffen. Ist wahrscheinlich gut in certain Matchups, was ich fein finde, ja. Soll ich das mal machen. Ist völlig in Ordnung. Nunu, weniger Base-Armor. Leute, Nunu ist mittlerweile mein Jungle-Bann. Also ich banne als Jungler immer Nunu. Vielleicht bin ich kacke, das kann sein. Vielleicht kann ich einfach nicht gut gegen Nunu spielen. Aber super oppressive, der Champion. Gerade seine Möglichkeiten, sehr oft sehr einfach wieder ganken zu können, macht ihn dann sehr stark. 3 Armor weniger, einfach nur, dass man in der Lage ist, sein Early-Game ein bisschen besser punishen zu können, sodass er nicht dahin kommt, einfach das ganze Game zu snowballen. No pun intended, by the way. Kassadin. 20 Shield weniger, earlier mit Q. Ist ein massiver Nerf, Leute. Ist ein massiver Nerf, was ich nicht unterschätzen würde. Kassadin kriegt in der Regel Free Matchups gegen AP-Champions oder gegen die meisten AP-Champions. Eben weil er hat viel Footwork dabei, er hat Taste of Blood dabei, er kann mit einem Doran-Schild anfangen, er kann Second Wind mitnehmen, ja. Er hat so viel Stuff, der ihn am Leben hält. Ja, und dann kommt nochmal dieses Schild hier on top. Das Schild geht um 20 runter. Das heißt also, er kriegt in jedem Trade mehr oder weniger 20 Damage mehr, was ich bei einem Champion nicht unterschätzen würde, der davon abhängig ist, dass sein Early Game gut läuft. Ja, also ich habe kein Problem damit, dass Kassadin so ein Champion ist, wo instant der Nexus explodiert, ja, wenn er Level 16 ist. Also da geht er schon Nexus. Aber komm, gebt uns doch mal ein bisschen mehr Opening, sodass wir auch auf ihn draufgehen können. Ja, Katarina. Ich habe das schon damals gesagt, Leute. Daran hat mich Long erinnert. Ich weiß nicht, Gunblade ist so stark, weil nicht nur das Item stark ist, sondern die Menge an AD und AP, die da drauf ist, ist sehr gut. Das heißt, Champions mit Hybrid Scaling kaufen sich das immer. Katas Damage Ratio auf der Passiven ändert sich ein bisschen. Und zwar geht es nicht von 100% AD Ratio auf 75% Bonus AD Ratio. Das heißt also, dass die AD, die sie pro Level bekommt, irrelevant ist. Also ich weiß nicht, ob das hier jetzt auf Total AD war, wenn ich ehrlich sein soll, oder ob das hier 100% Bonus-AD war, aber ich find's fein, dass sie die AD-Menge nerven, dass sie das AD-Scaling einfach auf Katarinas Passive nerven. Das wird ihr, es wird schon ein, warte, wie viel AD gibt Gunblade? Ich glaube 60, oder? Oder? Das sind dann quasi 15 Damage, die sie weniger macht. Wenn ich jetzt nicht kacke Mathe bin. Vielleicht bin ich kacke Mathe. Pro Dagger. Wenn sie Gunblade hat.
Also zumindest wenn es hier von Bonus AD, also von 100% Bonus AD auf 75% Bonus AD geht, dann ja. Wenn es von Total AD auf Bonus AD geht, Leute, dann tut's wirklich weh. Lulu-Nerfs. Hier sind die Lulu-Nerfs nochmal drin. Ich weiß nicht, was TBD bedeutet. Wahrscheinlich irgendwie, yo, wird noch entschieden. Lulu gibt weniger prozentuale Attack Speed auf ihrer W. Das wird ihr eine Menge Late-Game-Scaling-Potenzial wegnehmen. Denn 10% würde ich nicht unterschätzen. Gerade nochmal in Kombination mit einem Ahnen-Sensor oder sowas. Das tut ihr sehr weh. Wird aber nicht den Grund ändern, warum man Lulu pickt. Ja, also Windrate geht nach unten, der Grund, warum ich Lulu pick, ist aber immer noch gleich. Wobei ich sagen muss, dass man sich dann vielleicht doch erfragt, okay, nehme ich lieber Jenna anstatt von der Lulu. Ja, aber dieser Nerf wird sie nicht töten, aber es wird ihr sehr wehtun. Okay, Leute, Buffs. Artox, mehr Heilung durch die Ulti ist... Leute, eigentlich ist doch genau diese Ulti genau das Problem, das Artox irgendwie immer bringt. Entweder ist seine Ulti mega strong und er wird gespielt, oder seine Ulti ist mega weak und er wird nicht gespielt. Ja, jetzt erhöhen sie die Heilung und ich weiß genau, was für Probleme wir kriegen werden, Leute. Er pimmelt darum, ja, nimmt vielleicht wieder Conqueror mit. Ich meine, viele spielen mit Grasp, ja, aber er nimmt halt irgendwas mit, was ihn hochhielt. Er nimmt Death Dance mit. Hat dann noch Ravenous Hunter dabei, wird sich wieder um 3 Millionen hochhealen, er wird sich scheiße krass hochhealen und dann heißt es, wir sollten vielleicht Aatrox Healing nerfen. Dann geht es ein Heal von 50 auf 100%, also weiter von 50, 70% auf 50 bis 60 runter. Warum bufft man einfach mal nicht irgendwas anderes als diese Ulti? Es wird irgendwie so ein dickes Power Budget in diese Ulti reingesteckt, dass der Rest im Vergleich ein bisschen irrelevant wird. Finde ich mega behindert. Ja, aber hey Leute, whatever. Vielleicht denkt sich Riot, die neuen Heal Changes kommen eh bald rein, deswegen können wir es da jetzt schon mal reinpacken. Keine Ahnung. Illaoi, die Tentakeln kommen schneller. Das ist ein Buff, den ich tatsächlich nachvollziehen kann. Illaoi ist ein Champion, der Zeit braucht, um sich selbst ein Setup geben zu können, sodass sie, sie braucht einfach diese Tentakeln. Wenn sie zu einem normalen Teamfight hingeht, muss er viel früher hingehen, dort ein Setup machen, mindestens zwei Tentakeln, sag ich mal. Das sind 24 Sekunden, auf die sie warten muss. Jetzt sind es nur noch 16 Sekunden. Ich finde die Buffs völlig fein, ja. Ich finde, Illaoi ist ein Müll-Champion oder sowas, aber das hier finde ich fein. Zion Jungle, der Buffs, ich denke sogar tatsächlich, dass es Zion Jungle Weibel machen wird. Gerade solche Camps wie Raptors kann er sehr, sehr, sehr gut counter-jungeln. Oder halt auch einfach dann seine eigene machen. Die Wölfe dann natürlich auch. Nur auf Gromp wird dieser Buff nicht, ja, der würde okay sein, ja, sag ich es mal so. Aber ich denke tatsächlich, dass es Zion Weibel machen wird als Tank-Jungler. Würde ich ihn nicht unterschätzen. Gerade auch, weil er gute Gankmöglichkeiten hat mit seiner Ulti einfach straight up durch und charge. Oh Gott, Jungle, ich... Oh Gott, ist ein besserer Lane-Bully als Jungler. Ich meine, vielleicht kann er funktionieren als Jungler, I guess. Aber ich will dazu einfach jetzt nichts Fixes sagen, ja. Das checken wir vielleicht mal ab, wie es aussieht. Ich denke aber nicht, dass er ein so guter Jungler sein wird. Es ist einfach nur die Option da, dass er jungeln gehen kann. Ryze, Leute, 10 Damage mehr. Ist im Early Game tatsächlich sehr nice. Gerade auch, weil er dann dort die Möglichkeit hat, Camp schneller zu farmen. Er kann Camp schneller farmen und er kann die Minion-Waves damit viel, viel, viel schneller umbringen, was da gar nicht mal so weit ist. Gerade auch in der Damage-Kombo, ich meine, er macht Q, W... Warte mal, er macht Q, E, Q, W, Q oder vielleicht nochmal E, Q, I guess. Das sind schon mal 40 Damage mehr, die er macht, ungefähr irgendwie so eine Combo. Okay, dann prockt er das Mark noch eben einmal mit erhöhtem Damage. 50, 60 Damage mehr. Ja, also dieser Buff hier wird hauptsächlich sein Wave Clear verbessern und sein Camp Clear, den er mit sich bringt. Ich weiß nicht, wie sehr Ryze das braucht. Ja, ich kenne nicht seine Damage Thresholds, die er zum Beispiel braucht, um Minions umzubringen. Ist ein netter kleiner Buff. Ich glaube, Ryze Run Rate war irgendwie bei 48% oder 47% oder so. Nicht ganz so gut. Würde es ihn näher Richtung 50% bringen? Ja. Würde es ihn broke machen? Ich denke eher nicht. Varus. Die Buffs sind völlig irrelevant. 10 Damage mehr auf E. Okay, cool. I guess. Ja, Ulti Cooler geht um 10 Sekunden runter. Okay, cool, I guess, Leute. Nur weil eure Ulti ready ist, drückt ihr nicht instant drauf. Ja, 10 Damage mehr, gibt ein bisschen mehr Kill Pressure, aber das macht jetzt nicht so viel aus im Großen und Ganzen. Wiederum machen die Braubuffs hier aber schon mal relativ gut was aus. Straight up 15 Damage mehr auf der Q, dazu auch nochmal weniger Mana-Kosten und dazu wird die Konkurrenz auch nochmal immer wieder etwas rausgenervt, was sehr nice ist für ihn. Ich habe schon im letzten Video gesagt, ich denke nicht, dass Braum ein Kack-Champion ist. Ich denke eher, er ist ein bisschen underrated, ja, aber bin ich mal einfach gespannt drauf. An sich, ein sehr guter Patch. Gefällt mir mega, mega gut. Warte mal, gab es irgendwas, was mir nicht gefallen hat? Warte mal, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein. Ist, doch, Aatrox. Also ich habe nichts dagegen, dass sie Aatrox buffen. Ich finde eher die Herangehensweise etwas komisch. Aber jo, Leute.
Doch, doch, es gibt auch noch mal eine Sache, die mich stört. Ich hätte die Baseline Movement Speed auf Relentless Hunter tatsächlich auf 10 gelassen und die Movement Speed vom Stack wäre ich von 9 auf 7 gegangen. Genau, so hätte ich es gemacht. So hätte ich es gemacht. Das heißt, die Baseline Movement Speed bleibt, also die End Movement Speed, wenn es voll gestackt ist, ist immer noch gleich. Aber ich kriege weniger pro. Ist es, ja. Aber jo, Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau die rein. Und vergesst nicht, F in die Kommentare zu schreiben, meine Freunde.